Hallo, liebe Modellbahnfreunde. Jetzt möchte ich noch einmal direkt darauf eingehen, dass zwar ja geschrieben wurde, dass die Lok zu schnell fuhr. Das ist ja richtig. Das möchte ich euch aber jetzt erst auch noch mal begründen. Und zwar will ich euch das jetzt mal zeigen hier. So, ich habe jetzt die Geschwindigkeit 60 hier auf der Multimaus eingegeben. So, und das ist die Höchstgeschwindigkeit. Lasse ich nochmal zurückfahren. So, ab 0 bremst du schön ab. So, nun will ich euch das nochmal zeigen, woran jetzt das andere Problem lag. Halt. Lass ich mal zurückfahren. So. Jetzt müsst ihr mal aufpassen. Jetzt kommt sie in den Bahnhofsbereich rein, hier lässt sie sich, habe ich jetzt auf 0, lässt sie sich steuern. Ja? Hier fährt sie auch wieder halt. Die hängt zwar jetzt mal ein bisschen langsam gleich. So. Hier im Bahnhofsbereich lässt sie sich steuern. So, ich halte sie jetzt noch einmal an, lasse noch einmal zurücklaufen. So, jetzt lasse ich sie wieder vorlaufen. So, jetzt lasse ich sie aus dem Bahnhof rausfahren. Jetzt ist sie raus. Jetzt bleibt sie stehen. Moment, das war zwar jetzt nicht richtig. Ich wollte das jetzt anders zeigen. Moment. Ich wollte das anders zeigen jetzt. Ich habe zu schnell reguliert jetzt hier. So, jetzt hält sie an, jetzt lassen wir sie nochmal fahren. Lass ich sie rausfahren. Ja. Hier liegt irgendwo der Knackpunkt. Wo die hier wechselt, was hier nicht funktioniert. Denn viele Male ging es halt. Probiere ich noch mal die andere Spurseite. Ich schalte jetzt erstmal das um. So. So. Jetzt kommt sie auch von alleine umgeschalten. So, hier ist irgendwo, denken wir mal, dass hier bei den, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt seht, ich will mal das Makro reinmachen. Ich denke mir mal, dass das irgendwas mit dem Kontakt, mit dem Schaltkontakt zu tun hat. Denn normal, so wie der Michael gestern mir schon schrieb, wenn eigentlich Strom da ist, sind auch die Impulse da. Aber das funktioniert halt nicht immer. So, nochmal den ganzen Schnatterradratsche wieder aufschrauben. So. So, hier hat sie jetzt irgendwie wieder gewechselt. Aber ich kann sie nicht, sie lässt sich hier nicht regulieren. Da ist irgendwas, was hier nicht übereinstimmt. Ich gehe jetzt noch einmal zurück. So. Hier ist der Strom jetzt wieder, hat er wieder gewechselt.
So, jetzt lasse ich hier nochmal rausfahren. So, jetzt probiere ich es nochmal. Lasse nochmal fahren. So, und jetzt, jetzt hat wahrscheinlich irgendwie jetzt funktioniert. Aber das Problem, warte, das zeige ich euch, wenn sie wieder auf freier Strecke ist. Ich kann sie mit der Multimaus, ich habe jetzt auf 0 stehen und die fährt trotzdem weiter. Und das ist, was ich gestern mit Michael geschrieben hatte. Es ist zwar Strom da, aber die Impulse. Und ich vermute stark, dass das... Und deshalb fährt die nämlich auch so schnell. Und ich vermute halt stark, dass das eventuell mit diesen Relais was zu tun hat. Entweder mit den Relais oder, wie schon gesagt, mit den Schaltkontakten von den Weichen. Was meint ihr? So. So, könnt ihr ja sehen hier, ich drehe, Lok fährt, ohne zu reagieren. Ich drehe andersrum, Lok fährt, ohne zu reagieren. So. Meine Vermutung, weiß nicht, ob ich richtig liege, dass ich vielleicht von dieser Gleisstrecke hier, denn die funktioniert ja bis hier vorne, wo ich sie habe losfahren lassen, funktioniert sie ja bis hierher, dass ich eventuell eine Überbrückung schalte für alle beiden. Vielleicht hat jemand einen anderen Vorschlag, weiß ich nicht. Würde mich freuen, wenn ihr darauf reagiert. Ich grüße euch, euer Karl-Heinz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.